Hallo Leute, hier ist wieder Rankabatium Productions und heute mit unserem ersten Kashyyyk-Mock. Ja, dieses Mock ist gleichzeitig auch die Einsendung für die zweite Runde von Lego Player 97. Erstmal vielen Dank, dass wir weiter sind. Abo-Empfehlung an ihn. Er macht sehr gute Mocks und seine Stop-Motions sind auch gut. Ja. Okay, und das ist halt unser erster Kashyyyk-Mock. Ja, wir haben fast 200 Abonnenten, sind fast 5 Monate auf YouTube und haben noch keinen Kashyyyk-Mock gebaut. Okay, das haben wir uns dann gedacht, das muss ich mal ändern. Und da man sowieso nur Kashyyyk und Felucia bauen durfte und wir halt Felucia schon gebaut hatten, mehrmals schon, haben wir uns dann für Kashyyyk entschieden. Ja, wir hoffen, euch gefällt das Mock. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Schlachtfeld. Also da sind halt Klone, weißt du, und mit Commander Rogue. Der hat diesmal auch eine Company, die haben wir ihm gemacht. Kann man da gut sehen vielleicht. Die zeigen wir aber auch nicht mal genau in unserem Update. Genau. Dann da von der anderen Seite kommen auch noch Klone. Und ja, von hinten kommen Aftrooper. Das ist halt ein sinnvoller Squad, die haben solche Waffen, die haben auch Namen, aber die sagen wir jetzt mal nicht. Und unser grüner Scout ist da halt. Okay. Jo. Ja, kommen wir mal hier zu den Untergrund, also zum wirklich, also zur Grünfläche und zum Sand. Der Sand ist auch hier so mit so kleinen Dünen. Ja, das ist auch nicht so gerade da, sondern ein bisschen so. Und hier sind Braunflächen, das sind so kleine Blätter, sowas, so Pflanzen. Halt auch Detaillierung. Ja. Okay, dann kommen wir zur Basis. Ja, dann kommen wir zur Basis. Das Dach ist auch sehr detailliert. Da hinten ist halt noch so ein Felsanhang. Ja. Okay. Ja. Das ist halt so künstlich angelegt. Die Basis haben wir jetzt diesmal ein bisschen anders gebaut als jetzt den Berg bei Big Movie View. Weil dieser Berg geht jetzt einfach so ein bisschen gerade hoch. Und nicht so schräg nach oben komplett, sondern ein bisschen gerade. Aber mit so einer leichten Beugung nach hinten. Und denkt bitte auch nicht, hey, was sind das für welche Kashyyyk und Wookies? Ja, ach ja, genau. Und ja, wir haben das ohne Wookies gebaut, weil wir erstens nur zwei haben. Ja. Und ja, der auch nicht ganz so groß ist. Ich finde jetzt auch nicht, dass sie in diese Strandumgebung reinpassen. So gut. Die sind eher hinten im Wald, denke ich mal, wo das anfängt. Ja. Und da das auch eine Droidenbasis sind. Wenn wir nochmal einen größeren Kashyyyk noch bauen, leihen wir uns noch welche aus. Und ich denke, genau, da wird auch noch was kommen. Ja, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Vielleicht auch diese berühmt-berüchtigte Szene aus der Episode 3. Ja, wenn mal wir die hinkriegen. Ja. Bauen, Steine holen und dann bauen. Ja, okay. Auf jeden Fall, hier sind halt die Droiden, die kommen raus. Die werden jetzt halt von drei Seiten in die Zange genommen. Ist halt nur ein kleiner Außenposten. Es sind jetzt nicht so viele Droiden wie sonst in unseren Mocks drin. Nur halt ein paar. Und die werden jetzt halt niedergeschossen. Ja, und ich denke, die Droiden haben nicht wirklich eine Chance. Ja, okay, dann machen wir mal das Dach ab. Okay. Also es geht wieder ganz einfach, so mit den... Huch, jetzt ist der Stützbalken da hinten umgefallen. Naja, egal. Ja. Also, da ist dann halt... zwei heruntergefahrene Spinnendroiden. Da hinten ist dann so ein eine Gasleitung zu den Droiden-Aufladestationen. Die haben da ihre Waffen dann auch nebenstehen, die können dann halt aufladen, so Bodendetails. Da ist dann das Kontrollzentrum mit drei Pilotendroiden. Das haben wir diesmal ein bisschen anders gebaut als sonst. Ja. Und dann ist noch das Schiebetor da. Und dafür müssen wir den SKD da mal wegstellen. Ja, und das Schiebetor, jetzt suche ich es gerade. So. Ja, das sieht auch cool aus, wenn das so zu ist. Sieht echt nicht schlecht aus. Ja. Ja, das gefällt uns auf jeden Fall sehr gut. Ja, und das war es eigentlich auch schon von der Droidenbasis. Nochmal große Abo-Empfehlung an Lego Player 97. Genau. Auch sehr gut. Also auch so ziemlich coole Basen. Hier zum Beispiel das Coruscant-Mock von ihm. Ja. Das ist alles sehr cool. Das versuchen wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Mal schauen. Die Videos auch alle. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das war es dann auch wieder mit dem Mock.
hier halt nochmal kurz gesagt, das sind halt alles so kleine Steine. Und das ist mords viel Arbeit, die da drauf zu tun. Ich mag das irgendwie nicht so, aber es sieht einfach hinterher richtig Hammer aus. Und damit kann man super Wasserfälle bauen. Also diese Wassersteine, wir wurden halt auch schon gefragt, wo wir die her haben und so. Die kann man sich bei Pick a Brick bestellen. Und halt auch ja, im Lego Store holen. Hab ich mir die geholt. Pick a Brick, genau, da haben wir uns die halt geholt in so einer Box. Für 15 Euro. Noch ein bisschen von den Sandplatten reingetan. Ja. Sieht auf jeden Fall klasse aus. Kann ich nur empfehlen. Ja. Okay, dann die dritte nochmal. Abo-Empfehlung an Lego Player 97. Und dann, ja, wir hoffen, wir kommen in die dritte Runde. Und können dann ein weiteres Mock für ihn bauen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Okay. Abonniert ihn, kommentiert ihn, kommentiert uns, abonniert uns, bewertet auch uns und ihn. Jo. Tschüss.